Wir haben ihn erledigt. Wie geil. Ja. Ich wusste gar nicht, dass man die töten kann. Hey, wie nice. Hey, Freunde. Na? Heute mit einer schnellen Brille, liebe Leute, weil es ist fucking 8.07 Uhr morgens und wir haben gestern deutlich zu lange versucht, die Nuke of Wandel zu zünden. Nuke-Auftrag! Spaß. Okay. Deswegen habe ich auch eine Brille auf, ne? Weil meine Augen, ich habe Augenringe bis zum Boden. Haben es leider im letzten Try dann gerade so nicht geschafft. Und ich bin müde für 40 Menschen. Diese Redewendung gibt es nicht. Nee, ich gehe für das. Machst du das? Nein. Das hält mich aber nicht davon ab, kurz bevor der Stream jetzt startet. By the way, erster Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Video jetzt seht, könnt ihr gerne vorbeikommen. Ich würde mich freuen, wir gehen rein in Rank. Hält mich nicht davon ab, ein kurzes Update-Video zu machen, um euch ein bisschen abzuholen, wie es so aussieht. Meine erste Fazit, meine erste Meinung zu Season 5 gehört ja immer mit dazu, am nächsten Tag direkt ein Update-Video rauszuhauen mit den Gameplay-Szenen, die wir gestern aufgenommen haben. Deswegen werdet ihr im Hintergrund jetzt gleich Gameplay sehen. MP5, MP7, ISO, Cast-Off 5v5 habe ich gespielt. Oder 762, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Hab mir von Manu ein bisschen die Klasse geben lassen. Muss sagen, Cast-Off hat mir gefallen. Grundsätzlich erstmal, waffen-nerf-technisch sind wir da folgendermaßen aufgestellt. Krone wurde sehr genervt. MP5 wurde genervt. Und deswegen gibt es jetzt auf jeden Fall Meta-Shift. Ich habe die MP5 gespielt, fand sie nicht schlecht. Aber zum Beispiel Manu hat halt gesagt, jo, die MP5 und die ISO waren selber schon auf einem Level und jetzt hat die MP5 nochmal einen Nerf bekommen. Das heißt, dass die ISO jetzt auf jeden Fall deutlich besser sein sollte. Die MP7 hat einen starken Buff bekommen. Ich finde die Sprint-to-Fire-Time von der MP7 immer noch relativ zäh. Deswegen hat sich das dann am Ende für mich dann doch nicht so gut angefühlt, aber ich werde die MP7 auf jeden Fall noch mehr beleuchten. Cast-Off hat mir tatsächlich dann relativ gut gefallen. Ja, da kann man nicht meckern. Waren ein, zwei nice Sachen mit dabei. Die hat so ein bisschen die Amax-Vibes. Leider nur 40 Schuss. Ich finde, das merkt man dann hin und wieder dann doch relativ sehr, relativ gut. Vor allem, wenn man jetzt so wie ich nicht so der krasseste Motherfucker beim Aim ist. Erinnert sehr an die Amax-Zeit. Aber um Meta soll es heute gar nicht so großartig gehen. Ne? Meta-Videos werden jetzt die Woche kommen, wenn ich mehr gespielt habe. Ich denke so am Samstag oder Sonntag. Vielmehr geht es heute so ein bisschen um das Update an sich. Ja, wir haben viele Änderungen, die ausführlichen Patchnotes wie immer auf meinem Zweikanal direkt online gekommen, als die Patchnotes da waren. Ich habe gar nicht so eine Meinung zu dem Update, weil irgendwie hat sich nichts geändert. Ja, mein Gott, man kann jetzt ein bisschen schneller sliden, das merkt man auch. Ja, aber es ist halt auch nur sliden. Was soll ich dir sagen, Bruder? Irgendwie, ne? Naja, in Rank bekommt man jetzt mehr SR-Points, das wird ganz interessant. Man bekommt sehr, sehr geile Rewards in Rank, ne? Die Tarnungen nämlich. Für die jeweilige Division, in der man abschließt oder in dem jeweiligen Rank, in dem man abschließt. Deswegen gehe ich jetzt auch gleich zusammen mit Dom und Floyd endlich in den Rank. Grind, Junge, hat das lange gedauert, bis sie sich da mal überreden haben lassen. Das wird sehr, sehr cool. Wandel Nuke ist neuer Content. Wir haben noch einen Auftrag, den wir irgendwann nochmal einlösen können, Chris und ich. Zwei Versuche hatten wir jetzt, wie gesagt, seht ihr auch ein bisschen im Hintergrund. Nuke unfassbar schwer, ne? Also das erste Element, was man jetzt mittlerweile aufnimmt, ist ein Element, wo du jedes Mal eine Schnappschussgranate kassierst, so alle paar Sekunden, und den Most Wanted auf der Map angezeigt bekommst. Das zweite Element, da hast du auch eine Krone über dir und du hustest, wenn du den Taktik-Sprint benutzt. Und das dritte Element ist einfach, wenn du das aufnimmst, hast du alle paar Sekunden so, als hättest du einen Schockstab kassiert, schießt deine Waffe leer und kannst nur aus der Hüfte schießen und nicht klettern und so. Also wirklich sehr, 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 sehr sportlich, die Nuke. Kannst du wirklich nichts gegen sagen. Da muss wirklich alles passen in so einer Runde. Ja, so viel dazu. Geht nur im Battle Royale, geht nur Trio-Modus. Und ansonsten haben die noch so Kleinigkeiten geändert. Du kannst jetzt so Display an deine Waffe hängen von so einer Eulen, die dich da voll bubbelt. Die so Killstreaks irgendwie called und wenn du gewinnst, redet die mit dir und so. Sieht ein bisschen sass aus, das Gesicht, sage ich euch ganz ehrlich. Und ansonsten, Al-Masra wurde jetzt der Player-Count von 150 auf 100 verringert. Auch ein sehr gutes Zeichen auf jeden Fall. Ein unfassbar gutes Zeichen. Super. Einfach 50 Spieler weniger. Naja. In Ranked bleibt es aber bei 150. Und ansonsten gibt es gar nicht so krasse Gameplay-Änderungen. Ich glaube, man kann sich jetzt den Redeploy-Token auf Al-Masra kaufen. Oder auf Wandel, der kostet 5.000. Teammate wiederkaufen kostet, glaube ich, 3.000. Ist ein solides Update. Ich muss sagen, sehr unaufgeregt. Ja, sehr unaufgeregte neue Season. Paar coole Sachen sind mit dabei. Paar coole Events. Paar so coole Sachen, die man freischalten kann. Die Event-Tarnungen sahen ganz cool aus. Aber ansonsten schockt das jetzt nicht komplett. Aber das würde ich jetzt gar nicht als negativ betrachten, sondern es ist einfach
einfach eine solide neue Season mit ein bisschen neuem Content. Aber es ist jetzt nichts Game-Breaking passiert wie eine neue TTK oder ein komplett neues Movement. Und das ist ja auch mal nett. Immerhin ist Tempi jetzt raus, wir können wieder normal spielen. Und wir haben auf jeden Fall einen Grund, in Ranked weiter zu grinden. Wir haben gestern, wie gesagt, noch die Nuke versucht zu zünden. Das war sehr, sehr spannend zusammen mit den Jungs. Ich würde sagen, das könnt ihr euch jetzt noch ein bisschen reinziehen und euch selber noch ein bisschen Bild von den Waffen machen, die ich gespielt habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, was hoffentlich dann die nächste Meta sein wird. Ich bin viel zu früh rausgesprungen, wow. Obwohl, doch geht. Ich bin perfekt rausgesprungen. Komplett perfekt. Es geht nicht besser. Manu ist immer Erster, Mann. Du bist so ein Scheißstreber. Wahnsinn. Nee, kriegt er nicht. Das ist so... Ach du Scheiße, ist das geisteskrank. Die wurde so aufgesaugt. Ein Gegner auf der Map, aber scheiße. Oh mein Gott. Wenn wir es jetzt beeilen, dann schaffen wir es. Direkt jetzt, ne? Ja. Boah, hat der einen Wumms, ne? An diesem Automaten. Er hätte so Rekord gebrochen. Hier ist verbesserte. Heli oder was? Dann können wir hier nach oben gehen. Wir können hier raus, links. Aber wo ist denn der Typ hier? Der ist auf dem Dach. Er ist auf dem Dach. Er ist oben, er ist oben. Ich seh ihn, ja. Ich will nur, dass er uns tötet. Nee, ich würde den LTV nehmen jetzt. Ja? Für den Auftrag auch? Ja. Nicht einfach erst 5 Minuten. Nee, den zu landen ist ein bisschen risky. Wollen einfach rausspringen, oder? Wir wollen noch so den Auftrag könnt ihr so annehmen. Ja, komm. Ich komm mit LTV. Wir müssen nur markieren, wohin ich muss. Hier. Ich schmeiß den Heli jetzt, ne? Wenn wir oben über dem Dach sind. Ja. Achtung, ich hol euch mit LTV ab. Oh mein Gott, der war viel zu sweaty. Kommt ihr noch zum Shop, Kortz? Oder nicht? Dann komm ich zu euch. Ja, ich komm hier in der Mitte durch. Ja. Er ist hier vorne. Key Break. Scheiß drauf. Ja. Drop the money. Go. Ja. Scheiß auf Drohne. Wo ist denn dieser Bums? Hier oben, glaube ich. Ja, die legen immer auf dem Dach. Also eben lagen die immer auf dem Dach. Hier kann man sich hochsetzen. Ich hör's, es ist irgendwie hinter mir. Ja, ich hab's. Soll ich direkt annehmen, ja, ne? Ja. Ich bleib kurz auf der anderen Seite, okay? Mhm. Ach, Digga, dieses dumme System. So, ich bin da. Du hast jetzt eine riesige Krone auf dir drauf. Das meine ich nämlich. Achso, komm, ja, guck. Dann doch. Gut. Ja, dann beides nämlich. Das ist halt dumm. Komm, Phil. Ja, ich bin unterwegs. Oh no. Bin da. Okay, dann jetzt zum nächsten Element, wohl. Irgendwie rein. Ja. Ich hab markieren. Also, ihr seht's ja auch, ne? Aber ich hab markieren. Sonst auf Blackside sind, by the way, Gegner. Mhm. Unsere LTV ist nur noch schlecht Leben. Nee, ne? Du hast noch hier einen, raus, oder? Hier raus. Hier ist ein Team irgendwie gerade eben gewesen. Ja. Okay, hier rum aufs Dach, kommt ihr mit? So, wir sind gut, nimmt an. Ja, wir gehen aufs Dach, wir gehen übers Dach rein. Yep. Hier müssen wir dann erstmal, glaube ich, kurz chillen. Weil jetzt werden die alle kommen. Ihr seht ja, wo die sind. Die kommen jetzt schon von unten. Element ist, hast du? Glaube ich hier drin. Ich hab das Element. Hab ich knockt? Ja, warte. Das sind euch knockt. Das zweite Element. Ja. Ich werde hier am Shop. Ich kann nicht reviven. Was geht nicht, ich kann nicht vier drücken. Es geht nicht. Ich kann nicht vier drücken. Wir werden wieder gefraudet, Wahnsinn. Oben drauf. One, über euch. Ist knock? Ja. Nicht knock? Halt die ganze Zeit, ne? Das ist wirklich schlimm. Ich hab einen knock von denen. Oh, ist das schrecklich. Soll ich uns preziehen? Mach, oder? Ja. Aber pass auf, dass wir jetzt nicht sterben. Wir müssen wieder versuchen, gleich zum LTV, okay? Ja. Boah, ist das geisteskrank mit dem Boosten. Der LTV ist kaputt jetzt durch den Prezi, glaube ich. Nee, der ist weit weg. Wo gehen wir? Was ist der Plan? Nach oben eher? Nee, nach unten. Unten lang einfach. Du bist einfach nur am Husten die ganze Zeit? Gut geworden. Ja, also wirklich, ich kann gar nichts machen. Ich kann auch nur aus Hüften schießen. Hey, hier ist einer mit Geist drin, tot. Nein, der hatte keinen Geist. Ich bin auch tot. Ich habe aber Respawn direkt. Ach. Bro, das ist ja geisteskrank. Da musst du ja die komplette Lobby muss eine absolute Bot-Lobby sein. Nein. Wir hätten da gerade einfach nur weggemusst, wenn die alle fighten. Vier Nukeskins haben uns gepusht. Aber der hatte keinen Geist, der wurde mir angezeigt und ich habe keinen Draufsicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Er hat angenommen, er kommt nach oben. Mercer, Mercer auf mich. Okay. Die werden halt jetzt auch alle angezeigt, ne? Ja. Erster Snock. Das ist eine AFK. Das ist sehr korrekt. Hast du ihn geholt? Ja, noch einer. Kompletter Geek auch. Hier, bin da. Drill Sergeant. Ich geh jetzt auf Dach, wir müssen hier weg. Ja, ich komme mit.
In das normale Auto, okay? Alter, was war da gerade los? Okay, und wir treffen uns beim neuen Element, ja? Richtig. Okay. Shit. Meinte ich, nee, mein Loader ist so weit weg, ne? Ich werd zu krass gehandelt, ich konnte das Auto nicht nehmen. Hier chillt auch direkt einer. Ich brauche noch voll lange, bis ich bei euch da bin. Oh, Chris, die sind... Oh. Ja, die sind überall. Die sind überall, Manu. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass die da oben sind, Bro. Komm, hol dir Gulag. Ich kann da eigentlich leben. Nice. Die Elemente sind noch da, komm. Hm. Ich hab aber keine Plates, Bro. Ich hab, wenn du runterkommst. Unter mir Steps auch, glaube ich. Also hier sind auf jeden Fall noch Leute, ne? Das ist nicht das einzige Team gewesen. Du hast Drohnen bekommen. Du hast das ganze Geld. Wir brauchen deine Drohnen jetzt. Ja, ich hab halt keine Smoke für den Shop. Ich mach an. Genau, hab ich gefinished. Ich mach verbesserte. Doch nicht, hab nicht genug Geld. Hinter mir ist einer, glaube ich. Er will mich nur naden. Kannst du mich einfach unten kaufen? Ja, kann ich. Ich geb auf. Und go. Jo, hab. Wieder rein. Wir werden vom Stadium auch angeschossen. Das ist jetzt egal, wir müssen die beiden töten. Die oben sind, oder was? Einer runtergesprungen. Ja, genau. Hier, ich seh ihn. Den einen hab ich. Ja, der andere ist auf dem roten Dach. Oh, der ist innen drinne. Push mich, der ist weak. Du musst schon mal kaufen. Ich hab nicht genug Christmas kaufen. Chris. Wo ist denn der Shop? Der ist hier außen, da ist Gegner. Jetzt kaufen. Von hinten. Nur nach oben. Ich geh nach oben. Kannst du irgendwo... Ich seh's. Oh, shit. Hier ist noch einer im Headglitch. Oh, er ist Bonnie. Ich hab noch Gulag, glaube ich. Das ist jetzt wichtig, Chat. Jungs. Wo soll ich landen? Hast du eine Waffe, Phil? Ja, hab ich. Auf den gehen wir drauf. Da, auf den. Rechts von dir, rechts da. Oh no. Cheap Break. Ich hab den. Hinter mir der Typ mit der Feuerschockern. Bastard. Kannst du resen? Ja. Er hängt nur in der Ecke. Die spielen Schild und Feuerschockern. Ich hab von einem anderen Team geholt. Wollen abhauen damit? Ich hab einen. Der andere will abhauen. Absolut. Hol den. Einfach hin. Du musst nehmen. Hast du Phil? Ich hab's. Wir brauchen NP. Ja, wo liegt das? Rechts. Ich muss jetzt Autosprint ausmachen, oder was? Ja. Ist das kriegst oben das Element? Ah, da. Ich hab's ja. Oh mein Gott, das ist so geisteskrank. Wo ist denn NP? Hab ich das genommen jetzt? Das ist unten. Bro, man hat den Fact schon, wo man es nicht hat. Haben wir alle Elemente? Ja, haben wir. Hier drin, bei mir unten drin. Ja, es ist ein Fullteam, keine Chance. Alles gut. Was machst du denn? Ich werde von links angeschossen, von links. Irgendwie hier oben noch oder so. Noch einer über mir. Ja, oben, er findet mich. Du kannst doch raus. Geh zurück, Chris. Ja. Rest einfach da. Geh sofort an Shop, rest zweimal. Doch angeschossen. Ja, einfach direkt zum Shop, einfach direkt resen. Ich glaube, das Element ist weg. Kriegst du das Element? Gerade im Gas. Ich geh für das. Machst du das? Ja. Nein! Nein! Also ich sag's dir, wie es ist, was ich da gerade getrieben habe, wir hätten es wirklich verdient. Oh mein Gott. Ihr hättet wirklich sehen müssen, was ich da gerade gemacht habe. Ja, ich hab's gerade aus meiner Perspektive gesehen. Ich bin 20 Mal um das Haus gelaufen, hab 20 Mal Rebite, hab so viele Kills gemacht. Das ist wirklich unverdient, dass wir es jetzt nicht bekommen haben. Ich hätte viel früher Hilfe gebraucht bei diesen Typen, die oben waren.
Ja, ja, Bro, ich konnte es halt auch nicht pushen, da waren so viele. Lass uns die Runde mal gewinnen, komm. Ich bin schon raus. Für den Flex. Für den Upload. Oh, Digga. Na gut, Chat. Das war so eine mies gute Performance eigentlich gerade. Hier ist der Bombenplatz. Ja, ist doch mal, halt. Aber wir sind beide weg. Ich bin weg, richtig nach immer zwischen den Teams an den Shop gekommen und so. 2v3. Sind die bei dir? Nee, zwei. Ja, hier ist einer. Doch, doch, über dir. Hast du den? Nee. Mark. Andere bei dir, rechts. Also links von dir aus gesehen, sorry. Er ist hier hinter, glaube ich, ne? Ich glaube, er ist hier in die Richtung gelaufen, oder? Ah ja, ist hier. So, da war unten einfach ein Team noch unter uns. Die haben beide Schild gespielt und haben da einfach nur gewartet. Das ist auch richtig dreckig. Wir haben komplett gechoked, ich glaube, das waren die sogar. Die ich da am Ende noch geholt habe, 1v2. Wo ist denn der letzte Gegner? Ah, der landet gerade erst. T-Break. Ich kann die ganze Zeit nicht text sprinten, by the way. Ach, das hätten wir wirklich verdient, ohne Scheiß. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Update-Video gefallen. Und macht euch einen schönen Tag. Lasst es krachen, Freunde. Warzone ist super geil. Und wir sehen uns. Tschüss. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling.